Willkommen zu einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLAN.com. Heute möchte ich dir gerne einmal zeigen, wie du dir anzeigen lassen kannst, wie viele Einträge du eigentlich so in deinem Startmenü schon hast. Das kann eine ganz schöne Menge mit der Zeit werden und da kann sich auch eine Menge Müll anhäufen. Deshalb zeige ich dir dann auch noch, an welchen Stellen du in deinem Windows 10 System diesen Müll aufräumen kannst. Doch als allererstes werden wir uns einmal die Anzahl der Startmenü-Einträge anzeigen lassen. Dazu benötigen wir die PowerShell, die du über die Tastenkombination Windows-Taste und X-Taste aufrufen kannst. Hier suchst du dann die Windows PowerShell aus und öffnest sie. Hier gibst du jetzt folgenden Befehl ein. Du brauchst diesen Befehl nicht abzutippen. Du findest ihn selbstverständlich wieder in der Beschreibung unterhalb des Videos. Also kopiere ihn dir dort einfach und dann füge ihn hier ein und bestätige den Befehl mit Klick auf die Enter-Taste. Je nachdem, wie viel Einträge so drin sind, kann das ein paar Sekunden dauern, bis die Anzeige erscheint. Wie du siehst, wird mir hier ein Ergebnis von 85 ausgegeben, also mein Startmenü hat 85 Einträge. Wenn du dein Windows-System schon mehrere Jahre in Betrieb hast, dann können hier auch durchaus schon mehrere hundert stehen. Und dann macht es besonders Sinn, einmal nachzuschauen, ob vielleicht irgendwas da drin ist, was schon weg kann. Und dafür gibt es zwei Anlaufstellen. Zum einen gibt es einen Startmenüordner, wo alles drinsteht, was mit deinem eigenen Benutzerkonto zu tun hat. Diesen Ordner findest du hier. Auch diesen Pfad haben wir dir in der Videobeschreibung eingefügt. Also einfach kopieren und hier einfügen. Bitte beachte nur, dass du hier deinen Benutzerkontonamen einsetzt. Ja? Ansonsten funktioniert es nicht. Es sei denn, du heißt auch Thomas. Dann ist das natürlich ganz was anderes. Hier haben wir also jetzt die Startmenü-Einträge, die dein eigenes Benutzerkonto betreffen. Und hast du hier schon sehr viele Anwendungen angesammelt, die du vielleicht gar nicht mehr benötigst, dann würde ich an deiner Stelle hier einfach mal durchschauen, das ein oder andere hier eingebundene Tool entfernt werden kann. Die zweite Anlaufstelle wäre dann das Startmenü für alle Benutzer. Das findest du hier unter diesem Pfad. Diesen haben wir dir natürlich auch wieder in der Beschreibung eingefügt. Also wieder kopieren und hier einfügen. Hier musst du auch nichts ändern. Damit gelangst du direkt in den Pfad, wo Startmenü-Einträge drinstehen, die für alle Benutzer gelten. Und da sich auch hier mit den Jahren eine Menge Müll ansammeln kann, einfach mal durchschauen und prüfen, ob das eine oder andere Programm hier entfernt werden kann. Da die Einträge im Startmenü in der Regel alles Programmverknüpfungen sind, kannst du also nichts verkehrt machen, wenn du diese löschst. Findest du hier jedoch ein Programm, was du gerne entfernen möchtest, weil du es nicht mehr nutzt oder weil es veraltet ist oder was auch immer, dann findest du auch sehr schnell heraus, wo das Installationsprogramm bzw. Deinstallationsprogramm für dieses Tool sitzt, indem du das entsprechende Programm mit der rechten Maustaste anklickst, dann mal hier auf Eigenschaften gehst und in dieser Zeile hier Ziel siehst du den Ordner, wo die auszuführende Datei dieses Programms abgelegt ist. Da ist in der Regel dann auch das Deinstallationsprogramm für dieses Tool abgelegt. Aber du kannst dafür auch gern in die Systemsteuerung gehen und hier über Programme und Features das entsprechende Programm deinstallieren. Ja, und das soll es dann auch schon wieder für heute gewesen sein. Jetzt weißt du also, wie du dir die Anzahl deiner Startmenü-Einträge anzeigen lassen kannst und wo du diese entfernen kannst, wenn du das möchtest. Vielleicht war ja dieser kleine Tipp interessant für dich, dann würden wir uns natürlich sehr über ein Like und einen Kommentar von dir freuen. Bitte vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, so verpasst du auch kein zukünftiges Video von uns. Bis demnächst, tschüss, Thomas von Heimnetzwerk und WLANhilfe.com. So, das war's für heute. Bitte vergiss nicht zu liken, vielleicht einen Kommentar zu hinterlassen und natürlich ganz wichtig den Abonnieren-Button klicken. Sonst könntest du ja eins von unseren neuen Videos verpassen. Ciao, bis zum nächsten Mal.